Moin, liebe Freunde der modernen Unterhaltungsmedien, willkommen zum dritten Tag des. Wollen wir es kurz unterbrechen? Mein Handy vibriert gerade, also ich kriege einen Anruf. Ich will nur kurz. Ganz kurz. Was ist los? Gerade schlecht. Moin, liebe Freunde der modernen Unterhaltungsmedien und willkommen zum dritten Tag des Nerd-Wochenendes. Wir sind immer noch bei, wie heißt das, Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Ja. Dieses hier. Die Leichtathletikrunde ging an den Alex und wir fangen jetzt mit Turnen an. Es gibt nur eine Disziplin und zwar bei Turnen und Trampolin. Das heißt, der Trampolin gewinnt, hat einen zweiten Punkt sicher. Also, denk dran, da kommt noch eine zweite. Zwei Spiele dazu. Genau, über Leichtathletik kommen auch nochmal drei dazu. Das heißt, es kann sich noch alles ändern. Deswegen Nein, es kommt nicht dazu. Es gibt nur noch ein Spiel. Ja, das sind ja immer was das steht, das Fragezeichen. Die ja, war nicht freigeschaltet, das die war bei den Leichtathletik auch nicht. Ach so, ja. Das hast du nicht gesagt. Doch, ganz vor der Aufnahme schon. was braucht man da jetzt für einen Typen? Wahrscheinlich eher ein Geschicklichkeitstyp. Nein, ich nehm dir jetzt. Du kannst Eggman nehmen. Aber ich will ihn haben. Ne, Waluigi. Waluigi fand ich sowieso schon immer cool. So, also ich habe keine Ahnung, ob man dazu für einen Geschicklichkeitstypen war. Oder? Pink, passt perfekt zu mir. Okay, es läuft alles, ja? Na gut. Bisschen in der Aufnahme. Achso, apropos, wir haben noch ein Archiv hinzutrinken. Ja, aus der ersten Aufnahme, die ihr hoffentlich alle gesehen habt. Ja, wenn nicht, guckt euch zuerst die erste Aufnahme an. Da seht ihr, wie ich sie alle platt mache. Oh. Okay. Ja. Wir haben das Ding bald alle. Super, und dann kommt die nächste Flasche. Die Steuerung. Halt wie immer, Kinder, Alkohol erst ab 18. Für diese Disziplin wird die, der Landschaft nicht benötigt. Ich weiß auch wieder, was es für eine Disziplin ist, deswegen wird sich ja vielleicht die Handschlaufe. Und zwar, in dieser Disziplin musst du so hoch wie möglich springen und in der Luft Figuren ausführen. Was? Punkte gibt es für Timing und Anzahl der Figuren und vor dem Landen. Und zwar springst du dich halt erstmal hoch bis zu einer gewissen Höhe. Und irgendwann, wenn du die Höhe erreicht hast, die 7 Meter, dann musst du Kombinationen drücken. A, B oder drehen. Geht auch A drehen, B drehen? Genau, das ist das Ding. Wie höher du kommst, desto mehr Figuren kannst du machen. Wie mehr Figuren du machst, umso höher springst du hinterher. Du musst aber immer wieder, wenn du unten bist, hochspringen. Schon klar. Und dann durch die vielen Punkte, durch die vielen Tastendrücke, die du richtig machst, kannst du halt... Die Hand stirbt. Nicht mal die Makabelbinder. Kannst du halt mehr Punkte haben. Ich habe es nicht schon mitbekommen. Klar. Gut, also zur Disziplin. Guck einfach zu. Ja. So. A, B. Also, Pep. Immer wenn er unten ist, dann nach oben wieder. Und nach oben wieder. Bis wir die 7 Meter erreicht haben. Und wenn du es noch eine Zeit nicht schaffst, bricht dein Auto. Ich glaube, es geht nicht, dass du es nicht schaffst. Du musst die 7 Meter erreichen. Oh, oh. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Okay. Ah, das bringt dir Geschwindigkeit, oder wie? Nee, das bringt dann hinter dir Punkte. Ach so. Oh, du musst es immer wieder hochbringen. Das ist genau nichts für mich. Genau nichts. Obwohl du gesagt hast, Turnen ist was für dich. Ich dachte, da kommt was Tolles und ich nur... Ach du Fuh. Ist es egal, in welche Richtung man das dreht? Nee, nach links. Okay. Also glaube ich zumindest. Ich hab's noch nie anders gemacht. Und je höher du springst, desto mehr Figuren kannst du halt machen und so mehr Punkte kannst du kriegen. Hat man nur einen Versuch? Ich weiß es nicht. Ich vermute mal wieder drei. Ach du Gott. Ich hab 9,2. Ist doch gar nicht mehr so schlecht. Geht aber besser. Es gibt nur einen Versuch. Ich werde mich jetzt mal... Wenn es nur einen Versuch gibt, machen wir drei Versuche. Okay. Würde ich sagen, weil sonst ist die Disziplin so schnell vorbei. Das geht irgendwie. Du musst kurz vor, bevor du aufkommst, musst du hochmachen. Ah, okay, gut, jetzt gut. Ja. Ich geh's los. Achso, ich muss. Ja. Muss man eigentlich noch hüpfen? Ja. Ja, immer noch. Ich hab das doch. Das hab zeigt doch jedes Mal ich an. Ich hab's doch vorher nicht mitbekommen. Ich hab auch eben gerade gemacht. Außerdem zeigt es das jedes Mal an. Ah, ich hab's vergessen. Weil je mehr du hüpfst, desto höher kommst du halt. Und dadurch kannst du mehr Figuren machen. Hey, dafür, dass ich so abgefailt bin, war das doch gar nicht so schlecht. Also wie schon erwähnt, wenn wir nur einen Versuch haben, machen wir drei daraus. Weil du musst vielleicht die Punkte merken. Weil sonst dauert's auch. Was? Musst du sonst die Punkte merken? Für den besten Versuch. Ich was hattest du? Du hattest 9,2. Sehen wir gleich eh in der Gesamtwertung. Stimmt, ja. Also nicht so wichtig. Mach erstmal.
Nee, Quatsch, wir machen einfach nach jedem Versuch, gehen wir die Punkte einfach durch. Wie gehabt? Hm. Das 3, sind 2, 1. Drei Punkte sind, die man bekommt, oder wie? Hä? Das sind nämlich drei Punkte da. Genau. Also gebe ich mir direkt an 0. Ja. Ja. Du hast ja die Handschlaufe drin, hast du das gleich in deinem Schrank hinten drin. Ja, ich halte das fest. Okay. Man muss sich ganz schön konzentrieren, ne? Ja. Ich kann mal gut ablenken. Oh, oh. Ach, du. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich glaube, es gab einige Punkte durch diesen letzten. Ich glaube auch. Obwohl ich einen habe, ich mittendrin gefailt. Okay, könnte Abzüge in der B-Note geben. Ja. 9,1? Okay, ich glaube, ich war besser. Screw you! Ich glaube, ich war besser. Okay, ich würde sagen, die erste Runde geht an mich. Das heißt, gibt es eine Gesamtwertung? Genau. Ja. Ich habe den ersten Platz, also ich habe 3 Punkte. Der war Luigi, der Alex bekommt 2 Punkte. Und du nichts. Du nicht. Halt die Fresse. Du bekommst nicht. Du warst siebter Sieger. Siebter Sieger. Ich bin die Nummer 2 von hinten. Okay, erneut spielen. Ja. So. Jetzt weiß ich, wie nichts einigermaßen funktioniert. Also direkt los. Und diesmal rock ich das Ding. Ja. Der sieht doch sehr beweglich aus beim Springen. Ich verwechsel A und B-Taste immer, das ist das Problem. Alter. Stop it, ey. Ja, komm, ist klar. Ey, das war meine Mega-Kombi. Hab ich dir geklaut gerade eben? Ja. Ich hab extra zugeguckt. Mhm. Ich geh mich schämen, ne? Jeder kann das. So. Ich glaube, du. Oh, 9,8, das war besser als eben. Minimal. Für die Leute, die rechnen können, die haben das schon mitgekriegt. Los! Biest natürlich auch schön in Pink. Extrem knappen Sachen. Aber zumindest hat sie kein Kleid an. Das muss ja, mir, das muss ja Nintendo schon mal zugute halten. Ja, das stimmt. Sonst trägt Peach ja immer ein Kleid. Uns ist aufgefallen, dass bei der Vorschau immer schön auf Peach Brüste gezoomt wurde, wenn sie im Bild war. Wobei, es stimmt auch gar nicht. Bei Mario Kart hat die auch kein Kleid an. Hat sie auch Rennsachen an. Ich achte da ehrlich gesagt nie so drauf. Weil da bin ich mehr mit dem Fahren beschäftigt. Das war die Klappe. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen abnormal. Stehst du auf Autos, oder? Ja, ich hab da so einen Autofetisch. Ja, jetzt bin ich ganz draußen. Dankeschön, Jungs. So. Wenn ich sag, halte die Klappe, dann bei uns wird auch immer geredet. Ich rede sogar selbst bei mir. Ja. Halte die Klappe. 9,2. Wir sind in einem Stadion, da reden alle. Wir sind wieder letzter, ich sehe es schon kommen. 9,2 muss er bieten. Oder 9,8. Ja, oder beides. Mach ich mal eine 9,95. Ne? Alles klar, meine 9,95. Ich bin dafür selbst serviert. Aber genau 9,952 bitte. Eklar. Luigi hat voll lange Beine eigentlich, das ist total unpraktisch, finde ich. Ich bin für 9,2, weil 2,90. Ah ne, hat er mich überholt. Vergiss es. Lieber nicht. Ja, nicht schlecht. Ne, es war gerade schlecht, hast du nicht gelesen. Hat sich verdrückt dabei. Ist ja nicht so schlimm. Doch, man kommt schlecht sofort. Deswegen habe ich auch schlecht gehabt zwischendrin. Okay, das muss ich nicht. Das war scheiße. Das war großes Kacker. Das war gar nicht mal so gut. Ja, das war. Ich wollte Jenny halt mal Punkte gönnen, deswegen. Kannst du ihn bitte mal schlagen? Ich komme nicht ran. Und ich bin wahrscheinlich trotzdem noch vor Jenny. Alter! Fuck you! Könnte ich werden. Ja? Ja, ich hab 9,1. Okay. Du regelst wieder? Wir haben 3, 2, 1 Punkte. Wir haben alle Punkte zumindest. Ja, warte mal. Ich bin 1. 0,04 Punkte vor Jenny. Ne? 6 Punkte, ein scheiß Punkt für mich. Und wir sind bei 4 Punkte für Alex. Ja? Genau. Das heißt, wird knapp mit dem Aufholen. Du könntest aber noch rein, theoretisch. Noch einmal, ne? Genau, einmal haben wir noch. Bei dir schneide ich jetzt das Trampolin durch und ich mache einfach mal 3 Punkte. Ich bin Waluigi, der ist eh nur am Schummeln. Wir haben eine Zeit für eine Pause jetzt erstmal. Ich leg mich in den Schlafenrolle. Okay. Letzter Versuch. Eigentlich wollte ich ja ihn haben. Deswegen verliere ich auch die ganze Zeit. Ach, genau. Ekler. Tails kann eigentlich fliegen. Das hatten wir vorhin schon mit Wario. Sieht ja nur im Charakter. Genau, und wenn du nicht schwimmen kannst, ist es die Badehose. Ja.
Oder Bikini, je nachdem. Was ich gerade spiele. Ja, bei uns ist der Bikini. Genau. Ich kann auch nicht mehr Steuerung durchführen, ich wechsle A und B immer. Hm. Genau so. War knapp gerade mit dem Drücken bei dir immer. Du bist aber ziemlich vorm Ende erst. Aber 9,86 ist, spricht für sich. Ja. Ist eine ganz konstante Leistung. Man merkt, dass die Punkterichter alle ihren Liebling haben. Man merkt, dass er ziemlich viel Nintendo spielt. Die Punkterichter, die kommen aus der Green Hill Zone, oder? Ja, genau. Ich möchte auf Peach Stöhn verweisen. Ja. Halt dich! Das war einfach. Das war okay. Jetzt wird es ein bisschen komplexer. Wobei ich finde, das Abwechseln des A- und B-Knopfes ist viel schlimmer. Ja. Weil man immer erst gucken muss, was es ist. Weil es einfach gleich aussieht. Ja. Also im ersten Moment. Weil dieses Drehen ist ja unterschiedlich groß. Ja. Eigentlich könntest du, den Trick gibt es irgendwie tatsächlich, du kannst die ganze Zeit so machen und dabei drücken. Mhm. Weil die Bewegung reagiert dann nur, wenn sie überhaupt nicht da ist. Ich glaube, ich war besser als davor, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe zuerst mal die Kurve geschlossen. 8,9, ich dachte gerade 9,9. Ich war doch eindeutig besser als davor. Anscheinend nicht, da sehen die Punktrichter woanders. Aber eindeutig. Die Punktrichter haben es anders gesehen. Ich habe nur zweimal falsch gedrückt, glaube ich. Okay. Das ist, wenn sich einmal verdrückt, kommt gleich wieder schlecht. Vielleicht reißt er jetzt das Trampolin bei Waluigi und du hast gewonnen. Nee, gut, ich gewonnen. Ich komme nicht hoch genug. Ja, das ich habe mich gerade verdrückt. Weil ich bin nämlich ganz relativ weit oben, deswegen. Ja. Oh, jetzt wird's komplex. Ich glaube, das könnte noch der Sieg werden. Für diese Runde. Ich glaube nicht. Doch, das sieht gar nicht mal so. Ah, das. Das hat, glaube ich, den Sieg gekostet. Das auch gerade. Nee. Da hat sich gerade wieder verdrückt gehabt. Ja, aber solange du es noch rechtzeitig hast, bis du unten bist, ja, ist es gut. Ja, aber das zweitletzte, das hat mir den Sieg gekostet, eindeutig. Weil du es unten nicht geschafft hast. Ja, das hat mir... 9,3. Ja, also den Sieg nicht unbedingt, aber ich hätte noch besser sein können von den Punkten. I won. Wir müssen Tails aber wieder ein wenig aufbauen hier, also so. Dave. Ja? Ja, also damit würde ich sagen, geht... 2-1. 3-2-1 mal wieder. Das heißt, du kriegst einen Punkt mehr. Und der Helle kriegt zwei Punkte mehr. 9-2-6. Gut, also ich habe die 9 Punkte erreicht, der Alex hat die 6 Punkte erreicht und die Jenny hat 2 Punkte. Nicht. 2 Punkte erreicht. Sag's nicht. Das heißt, die zweite Runde, und zwar das Turnen, geht dann wohl an mich. Also steht es 1-1 zwischen uns beiden und Jenny ist auf dem Aufholplatz. Ja. Jenny räumt das Feld von hinten auf. Ich bin erster von hinten. Die macht das schon noch. Ihre Disziplin kommt noch, das wird bestimmt Fechten oder Ringen. Ja, eindeutig. Aber Ringen gibt's noch nicht, also zumindest nicht, was wir freigeschaltet haben. Ich bin für Schwimmen. Schwimmen wäre auch. Das kommt auch noch. Oder Schießen. Schießen kommt als nächstes. Also wir sehen uns dann in der nächsten Folge von dem Let's Battle von Mario und Sonic. So, ne, ja, glaube ich. Mario und bei Sonic. Den Olympischen Spielen. Bis dahin, man sieht sich. Ciao. Haut rein.